Ja, moin Leute, euer Venix am Start und heute gibt es ein Ründchen George. Es ist eine Murloc-Lobby, deswegen wird es spannend. Bran ist drin. Ja, die anderen auch interessant. Wenn die jetzt ein Pubbot hat, bin ich natürlich am Arsch, ne? Schauen wir einfach mal. Hat sie nicht. Okay, wir machen ein bisschen mehr Prozente. Karl kriegt man natürlich relativ spät, deswegen Murloc Lobby, da würde ich jetzt nicht auf Trickster gehen. Nehme ich hier den Loose? Es gibt ganz schwierig nur Double-Buy-Situationen. Muss es aber auch nicht. Ich kann ja Next Turn Hero powern. Ich glaube, es ist okay hier zu leveln. Vielleicht finden wir einen guten Two-Drop. Ist kein guter Two-Drop, aber es ist zumindest ein bisschen Tempo. Guck, das wird, glaube ich, einen Buff benötigen. Seitdem Tidehunter-Token raus ist, ist sie halt echt schlechter geworden. Brauchte halt beide Token. Da war sie sehr stark. Jetzt nicht schlecht, aber schwieriger. Alles voll mit Divine Shields, das ist nicht schön. Oh, genau, hätten wir den 1-1er. Mann, 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 Mann. Pubbots sind eklig, weil die halt den Gegner countern. Der Gegner kann dadurch kaum Bodymeter aufbauen, weil er in die Divine Shields hittet. Schöne Kombo eigentlich. Ich glaube, das spielen wir sogar. Ja, lasst uns nächste Runde ruhig mal gucken. Next Turn Level in Scalawag kaufen und da drauf die Runde können wir anfangen zu schauen, ob wir Murlocs finden, auf die wir Divine Shields geben oder ob wir andere Units nehmen. Es ist eine Lobby mit Max und Stacheleber, was halt mega geil ist, weil wir Greasebot und Gemsplitter finden können. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal auf 3, das ist Next Turn. Greasebot ist natürlich eine 4er Unit, aber Gemsplitter ist für George einfach eine der stärksten Units. Und dann ist die Frage, ob man mit Gemsplitter-Build hingeht und einen Groundshaker spielen möchte oder ob man switcht und nachher auf Divine Shield Murlocs geht. Schlechtes Target leider, aber wir gewinnen hier, oder? Ja. Das Ephra ist sehr schwaches Board, der Junge. Gut für uns, aber allgemein schwierig für ihn. Durch den Southsea ist Scalawag halt so viel stärker. Wird schon auf 4 gelevelt. Krank. Hat der Chief Curve gespielt? Bin ich jetzt mal gespannt. Wie hat er das gespielt, dass der hier auf 4 levelt? Ja, wir sehen schon wieder ein Divine. Zwei Pubbots wieder beim Gegner. Es nervt langsam. Endlich mal ein guter Hit. Endlich mal gute Hits, sehr schön. Und unentschieden. Das hätte man gewinnen können. Es war näher an einem Lose als an einem Win, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo sind denn die entsprechenden Dreier-Units bitte? Ich meine, das ist okay. Das ist auch okay, weil das beschützt meinen Southsea. Reine Tempomaßnahme, ne? Ich hätte rollen können, Dreier-Units finden können, wäre stärker gewesen, hätte ich aber diese Runde nicht Hero-Powern können, weil ich hatte 8 Gold, da war genau Hero-Power 2 Units kaufen. Sobald ich rolle, ist Hero-Power nicht mehr drin. Heißt, boardtechnisch war das mit dem Shop, der mir angeboten wurde, leider gerade das Stärkste, was möglich war. Besser wäre natürlich gewesen, hier 2 gute 3-Drops zu finden und einem von denen permanenten Divine-Shit zu geben. Aber ich glaube, next turn können wir dann leveln. Und dann können wir noch eine Unit kaufen, ja. Hat schon Ghoul gegen uns gekauft, okay. Verstehe. Wir haben George, das ist schön. George, Karl. Prozent loose, weil einfach Grassreaver zu groß ist. Egal, wir haben Karl. Wir können 2 Units verkaufen, leveln eine Unit kaufen und ein Divine Shield geben. Bin ich da richtig?
Für 6 Gold leveln, sie kaufen, verkaufen, verkaufen, Karl und sie spielen unten die Banshee Game. Ja, ich glaube, das ist leider der Play. Mythrax early. Mythrax vom Buddy bekommen. Und Bonker wahrscheinlich aber die Vierer-Unit, auf die er gepowerlevelt hat. Dann kann man das natürlich verstehen. Nicht gute Hits. Boah, es ist viel zu viel Value Trades bei ihm. Okay, aber das hätte anders ausgehen können. 99,5% lose. Da waren wir ziemlich nah an den 0,5% dran. Ach ja. Die Value Trades waren eklig teilweise. Double Bootlegger gefällt mir gut. Das ist viel Gold. Das ist wirklich viel Gold. Plus eine Triple Chance. Nehme ich Salty mit, weil ich hier zwei. Ich könnte natürlich jetzt anstatt dem Scalywag auch Geomancer gehen lassen. Aber Geomancer kriegt jetzt auch nochmal einen Buff für das Divine Shield, was ich vergebe. Das ist es nicht wert. Ist gut genug. Scalywag muss gleich gehen und müssen leveln. Schwierig gerade. Die Stats, das Vieh schon hat. Aber wir gewinnen knapp. Boah. Da waren wir lucky mal. Okay. So, wenn ich Level verkaufe und eine Coin nutze, kann ich. Ich kann auch nur Leveln eine Coin nutzen. Würde ja auch reichen, oder? Max. Ich level, use eine Coin, nutze Scalywag als Counter gegen Divine Shields. Next Turn 13 Gold. Zwei Coins kriege ich hier noch. Scalybot wird gehen. Ich habe nächste Runde wirklich einiges an Gold, um hoffentlich stark zu werden. Oh, warum freeze ich den Gemsplitter nicht? Ganz wichtige Unit. Das war knapp, Leute. Hier wird noch gefarmt. Divine Shield gecountert. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt das Poison hitten mit noch einem Divine Shield. Schade. Die schlechteste Unit mit dem Divine Shield danach gehittet. Wir gewinnen. Wir gewinnen, wir gewinnen. Er farmt aber richtig gut. Fast den Gemsplitter verpeilt gehabt. Das wäre richtig schlecht gewesen. Der Triple auf dem Bootlegger wäre genial. Bringt mir Peggy irgendwas. Peggy muss gehen für Gemsplitter. Bootlegger Triple wäre eine Option. Ansonsten habe ich keinen Board Space. Double Peggy wäre natürlich geil gewesen. Holy Mackerel. Alter, der will mir aber auch Peggys andrehen, ne? Modul für die Holy Mackerel next turn. Boah, der hat schon richtig HP. Warum spielt man denn auf Double Trickster? Ja, okay, wenn du keine Wahl hast und nichts anderes findest, machst du das, ne? Und er hittet genau richtig den Bump auf der Mackerel. Mein ganzes Board refresht die. Und er hittet. Ich kann kotzen.
Jetzt so kotzen. Schön. Ich trenne mich jetzt von Geomancer. Ich brauche eine gute Unit, die ich das Divine Shield geben kann. Elemental sind nicht drin, deswegen ist Crackling Cyclin, was der Hard-Counter gegen eine Mackerel ist eigentlich, mit Windfury, nicht drin. Alter, wie viel Peggys willst du mir noch geben? Ein Agam wäre halt geil. Bootlegger weg. Wobei, Bootlegger behalten, Geomancer gehen lassen, weil... Weil der mir noch Coins gibt, diese Runde. Moment, ich kann noch 1, 2, 3... Es kommt genau aus, den noch zu spielen, zu verkaufen. So, als nächstes muss Bootlegger oder Captain gehen. Ein Agam wäre schön, um Menagerie zu spielen. Ansonsten wäre schön ein... Was fehlt mir denn noch? Ein SI7 natürlich, klar. Poison wäre immer gut. Wer schon an Stats hat. Das mit dem Mackerel funktioniert auf jeden Fall gut. Bootlegger muss gehen. Ich habe gar nicht mehr den Handspace, um Coins noch zu nutzen, weil ich jede Runde volle Coins durch die Gems bekomme. Ganz knappes Ding. Wer hatte die Chance da? Gering. Wenn der Gegner keinen Ghoul hat, sollte der Mackerel-Build ganz gut sein, aber die Leute wissen natürlich, dass man gegen mich einen Ghoul spielen sollte. Eliza ist gut hier. Ist Eliza so gut, dass ich sage, ich lasse alles andere gehen. Bootlegger geht hier auf jeden Fall. Buffs da drauf, ne? Falls irgendwie mal Counter kommt. Such den Agam. Gib mir den Agam. Ich sollte eigentlich jede Runde eine volle Hand Bloodjumps jetzt kriegen mit dem Bild. Es sei denn, der hat einen Ghoul, dann kriege ich nur 7. 6 Max. Ist das eine Kangol, ist das ein Baron oder ist das ein Ghoul? Die 7. Karte. Ich hoffe nicht, dass es ein Baron ist. Und ich hoffe auch nicht, dass es ein Ghoul ist. Es ist ein Baron. Scheiße. Ja, er verzögert seine Hits auch ultra lange. Durch die ganzen Omega-Buster. Das heißt, die Strategie bringt mir gerade nicht so viel. Haben wir irgendeine Chance hier? Oh, 98%, dass wir das gewinnen. Geil. Was ist der Win? Wo ist der erste Ghoul-Counter? Das ist die Frage. Der erste Spieler, der gegen uns einen Ghoul spielt, haut uns hier raus. Bin ich mir relativ sicher. Wir haben kaum Stats. Murlocs. Ryan findet bestimmt einen Ghoul. Ja.
Keine Ahnung. Es ist halt, der Build ist halt von einem Ghoul instant gecountert. Wir haben kein Scaling gefunden. Ich hätte gerne, hätte ich ein Agam gefunden, dann wäre der Build auch andersfristig stat-technisch so abgegangen, dass wir da hätten competen können. Aber so sind wir nur auf Holy Mackerel Bumpen angewiesen. Er bumpt, er hat aber noch kein Poison groß und er hat kein Ghoul. 100% Win und er ist tot. Geil. Wir können uns in die Top 3 hier scammen. Vielleicht kriegen wir sogar Poison noch. Sollten wir Poison bekommen, dann werde ich sogar Karl gehen lassen und noch einen anderen Murloc, glaube ich, gleich aufstellen. Wir bekommen natürlich erst beim zweiten Durchgang, wenn die Units sterben, kriegen wir was. Wenn es dazu kommt, wir killen ihn einfach ohne das, was stirbt auf unserem Board. Ist das widerlich? Ja, weil halt alles nacheinander immer in die Mackerel angreift. Ich bin halt all in auf der Mackerel. Da wird ein Ghoul nachher stehen und hier wird wahrscheinlich auch ein Ghoul stehen. Oh wow. Moment, ich habe eine Chance. Da ist der Agam. Gehe ich mit Agam oder gehe ich hier mit Poison? Ist riesig, ne? Ich muss mit Poison gehen. Ich würde gerne mit beidem gehen, aber dann fehlt mir ein Divine Shield. Ich muss mit Poison gehen, das countert ihn diese Runde schon. Ich kann in diese Runde noch nicht spielen, den Amalgadon. Na, ich hätte den Lookout gern noch genommen. Ja, das ist cool. GG. Das Ding ist durch. Haben wir irgendeine Chance hier? Ne, 100% los. Ich habe ja gesagt, der Ghoul countert uns und selbst mit Poison können wir hier nichts mehr machen. Ja, er hat halt golden Selfless plus Giant Stats. Das war einfach nur ein Race. Ich verstehe nicht, warum keiner Murlocs gegen die Scheiße gespielt hat, weil das hätte ihn einfach komplett auseinandergenommen. Es hat nicht sollen sein. Nichtsdestotrotz, was macht man, wenn man mit George kein Scaling findet? Man scammt und das tut man ohne Poison, einfach nur mit Mackerel und betet, dass man kein Ghoul trifft. Ah, wir waren all in, der Gegner hat das Ghoul gefunden. Guter zweiter Platz. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst gerne ein Abo da, Glocke, Like nicht vergessen und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.